Okay. Läuft. Action. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video, zu einem Q&A-Video. Hallo, ich bin der Thomas. Einige kennen mich ja schon vielleicht von einem YouTube-Video, was vor einem Jahr von mir gedreht wurde. Und bin mal gespannt auf eure Fragen, die so kommen. Und dann lese ich mal vor. Sehr viele User senden dir alles Liebe, du bist ein toller Mensch. Alles Gute für deine Zukunft, großen Respekt und vielen Dank für deine positive Lebenseinstellung. Ja, das freut mich, dass ihr das so wahrgenommen habt und das so spürt. Das ist aber auch nicht gestellt. Das ist meine Überzeugung, mein Leben. So rolle ich gut durchs Leben und das steht auch für mich. Und dann legen wir gleich mal los mit der ersten Frage. Hast du die 24-Stunden-Assistenz? Ja, genau, ich habe die 24-Stunden-Assistenz jetzt seit 11 Jahren und meine Assistenten sind, wie es der Name schon sagt, schon 24 Stunden rund um die Uhr für mich da und mich unterstützt in meinem Leben. Besteht auch die Möglichkeit, mit Assistenzbegleitung in den Urlaub zu fahren? Ja, das ist natürlich möglich, dass man auch mit den Assistenten in den Urlaub fahren kann. Das wird unterstützt, auch von Sozialhummel. Das ist auch für ein selbstbestimmtes Leben sehr wichtig und ja, ist eine sehr, sehr schöne Sache, mit seinen Assistenten auch das erleben zu können und da die Welt zu erleben. Ganz lieben Dank für die Frage. Tschüss. So, jetzt kommt eine Frage von YouTube, von der Angelika. Wo ich wohne in Amerika. Was ist eine Sozialhummel? Kenne ich nicht. Ja, eine Sozialhummel. Das ist natürlich schwierig für dich, das zu verstehen, eine Sozialhummel. Nein, das ist ein Unternehmen. Der Name von dem Unternehmen oder ist Sozialhummel. Und ja, sie sind sozial. Das steht im Namen drin. Und es ist ein Verein, der sich auf die Betreuung und auch Beratung von gehandicapten Menschen spezialisiert hat und mich in meinem selbstbestimmten Leben unterstützt. Das war mal eine lustige Frage. Also ganz liebe Grüße nach Amerika. Okay, das ist auch eine sehr schöne, lustige Frage. Die kommt von dem Starla 007. Hat so ein bisschen was von dem Film Ziemlich beste Freunde. Jein. Ja, ich weiß, was du meinst. Das hat auch Anleihen von Ziemlich besten Freunden. Ist natürlich nicht nur so Ziemlich beste Freunde. Aber natürlich gibt es so Anleihen oder Momente, wo man sich schon vergleichen kann. Besonders, wenn man einen Assistenten hat, mit dem man sehr offen und locker umgehen kann, dann ist das schon manchmal so Ziemlich beste Freunde, da hast du schon recht. Ja, vielen Dank für die schöne und ja, lustige Frage. Jetzt haben wir eine Frage von Velvet Voice. Welche Hobbys hast du? Ja, was habe ich für Hobbys? Genau, in dem Video habt ihr noch gesehen mit dem Handbiken. Ich bin gerne allgemein in der Natur. Ich liebe gutes Essen, trinke auch mal gerne ein Gläschen Wein, bin da glaube ich ein sehr großer Genießermensch. Ich liebe Musik, höre sehr gerne Musik, gehe gerne in die Oper, mag Konzerte. Ja, und liebe allgemein und genieße das Leben mit meiner Familie, mit meiner Freundin und ja, genieße aber auch einfach mal gerne einen gemütlichen Abend zu Hause oder einen Nachmittag. Ja, alles, was das Herz begehrt, ist mit dabei. So, jetzt haben wir eine Frage mal von YouTube, eine längere Frage. Sorry, aber das ist zu viel. Betreutes Wohnen oder eine Wohngruppe wäre auch okay. Darauf antwortet Tina Schäfer. Toni, lebst du gern in Wohngruppen? Das wäre bestimmt günstiger und du würdest nicht zu viel Geld verschwenden. Ja, das ist die Frage schon mit einer Antwort beantwortet und sehe ich genauso. Also es sollte doch schon jedem Menschen freigestellt werden, in welcher Form er leben möchte und für den einen ist sicher ein Leben in einem betreuten Wohnen oder in einem Heim die bessere Lösung, aber für mich war das
nie eine Option gewesen und für mich ist das einfach die perfekte Wohnform und Lebensform und ich möchte mir und kann mir auch nichts anderes vorstellen für mein Leben. Aber für jeden anderen ist das seine eigene Entscheidung und dafür ist das ja auch selbstbestimmt. Also von daher denke ich mal, nein, keine Wohngruppe. Genau, zwischendurch mal ein kleiner Schluck. Genau, dann den nächsten Zettel. Weiter geht's. Was kommt jetzt? Genau, jetzt hoffe ich, dass ich die Frage der Lena beantworten kann. Wo und wie beantragt man einen Assistenten? Liebe Grüße, Lena. Hallo, liebe Lena. Also, du könntest zum Beispiel dich bei Sozialhome melden und die würden dich da bei der Beantragung von der Assistenz, in dem Fall von dem Budget, dich unterstützen in allen Fragen und würden dich da ja nicht nur über die Beantragung, sondern würden das auch bis zur Assistenz begleiten und dich da im vollen Umfang unterstützen. Ja, ich hoffe, das hat dir geholfen, die Antwort, und ganz liebe Grüße an dich auch. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Danke für den interessanten Einblick. Mich würde interessieren, wer die Assistenten bezahlt. Also es gibt verschiedene Kostenträger. In meinem Fall ist es die Berufsgenossenschaft, da es bei mir ein Schulunfall war und somit ist für sämtliche Kosten, die meinen Unfall betreffen, auch die Assistenz, ist bei mir eine Berufsgenossenschaft zuständig. Dann jetzt eine weitere Frage von der Eva. Warum bist du so gerne bei Sozialhome? Ja, eine Antwort ist schon in dem Namen mit inbegriffen, sozial. Also ich habe in meinem Leben oder seitdem ich die Assistenz habe, schon mehrere Assistenzfirmen gehabt. Und Sozialhome ist die erste Firma, die, wo ich mich echt komplett wohlfühle und sagen muss, dass die Firma hinter mir steht. Sie unterstützt mich in allen Belangen und geht auch zu 100%ig auf meine Fragen, Probleme ein. Stellen mir gute Assistenten. Von daher fühle ich mich in allen Belangen gut versorgt von Sozialhome und möchte mich auf dem Weg auch ganz lieb bedanken. Jetzt kommt eine Frage von der Lisa. Ich möchte als Assistenten arbeiten. Könntest du mir einen Rat geben? Ist das ein cooler Job? Ja, darauf kann ich dir antworten. Ja, durch Gespräche mit meinen Assistenten selber, dass ich eigentlich so gespiegelt bekomme, dass sie das als sehr schön finden. Es ist eine Arbeit, die sehr verantwortungsvoll ist. Es ist eine sehr vielseitige Aufgabe, es ist eine sehr schöne Aufgabe, es ist eine sehr abwechslungsreiche Aufgabe. Cool, weiß ich jetzt nicht, ob das so trifft. Manche haben so das, die Einstellung vielleicht, dass es ist nur Rollstuhlgehe durch die Gegend schieben. Das ist nicht nur. Es sind doch schon viele andere Aufgaben, die noch mit hinzukommen. Aber ich würde sagen, es ist ein schöner, vielseitiger, ja, und auch, denke mal, dankbarer Job. Dann haben wir jetzt eine Frage aus Instagram. Hey Thomas, sind vermehrt Quereinsteiger bei dir und unterstützen dich oder auch Assistenten aus dem Bereich der Pflege? Ja, also bei mir sieht es so aus, dass ich 7 Assistenten habe und sie alle Quereinsteiger sind. Ich hatte in meiner Assistenzlaufbahn, aber auch schon Zeiten, in der mein Team aus Pflegern bestand, die das gelernt hatten oder auch Krankenschwestern. Aber zurzeit bin ich in meinem Team nur mit Quereinsteigern. Aber was jetzt nicht unbedingt ein Nachteil ist. Dann habe ich jetzt hier eine Frage von dem Errol. Könnte ich auch als Assistent arbeiten? Ja, natürlich könntest du auch als Assistent arbeiten. Wenn du das gerne möchtest, dann kannst du dich gerne bewerben und ja, dir, oder dir das erstmal anschauen. Auch grundlegend kann diesen Job jeder machen, jeder Quereinsteiger, der das gerne machen möchte, der dafür offen ist. Und ja, von daher, probier es. Jetzt habe ich mal eine schöne Frage von der Anna. Du bist ja wegen der Liebe nach Bonn gezogen. Seid ihr noch zusammen? Wenn, ganz liebe Grüße an deine Freundin. Danke, liebe Anna, das werde ich ausrichten, liebe Grüße und
ja, meine Freundin, die gibt es noch und wir sind auch zusammen glücklich, inzwischen seit 4 Jahren. Und genau, da, von daher niemals die Entscheidung bereut und ich bin froh, in Bonn zu sein und ja, die Liebe lebt. Danke, tschüss. Jetzt habe ich mal eine Nachricht von TikTok, einen Kommentar vielmehr. Da steht, gute Besserung, wünsche alles Beste. Ja, vielen Dank für deine Genesungswünsche, aber die brauche ich nicht. Ich bin nicht krank. Ich habe nur ein Handicap, ich kann nicht laufen. Und von daher, ja, ist das lieb gemeint von dir, aber es trifft einfach den Punkt nicht, weil, wie gesagt, es ist kein Schnupfen. Mit guter Besserung hat das, glaube ich, nichts zu tun. Ich lebe mein Leben und ja, von daher wird der Schnupfen wohl immer bleiben. Also, okay, tschüss. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Frage. Du hast so viel Lebensfreude. Wie gelingt dir das? Ja, wie gelingt mir das? Ich würde eigentlich so ganz kurz sagen, es passiert einfach. Aber natürlich gibt es viele Faktoren in meinem Leben und ich bin, glaube ich, von Geburt aus und schon immer ein lebensfroher Mensch. Und dazu kommt, dass mich ganz viele liebe Menschen auch umgeben, die mir viel Kraft geben, meine Lebensfreude beflügeln. Meine Familie, meine Eltern, meine Freundin, meine Assistenten, die mich unterstützen. Also von daher, ja, wird meine Lebensfreude einfach beflügelt und ja, ich genieße das Leben und daraus tue ich meine Kraft schöpfen und ja. Hier sitzt das Ergebnis. So, das war jetzt die letzte Frage gewesen. Eine ganze Flut an Fragen. Schön, schöne Fragen. Sehr interessante Fragen. Auch ein paar lustige Fragen mit drunter. Fand ich sehr, sehr schön, eure Fragen. Und ihr habt mir zwar bestimmt angemerkt, dass ich etwas aufgeregt war, aber ich fand das sehr, sehr schön mit euch. Und möchte mich ganz lieb bei euch bedanken. Tschüss, euer Thomas. Und jetzt verlinken wir euch noch das Video, was wir vor einem Jahr gedreht haben. Hier. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr euch es auch noch anschauen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Viel Spaß!